Unser Gewinner der Woche ist Cristiano Ronaldo, denn der hat auf Instagram die 225 Millionen Follower-Marke geknackt. Damit ist er die Person mit den meisten Instagram-Anhängern der Welt. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Sängerin Ariana Grande mit 191 und Schauspieler Dwayne The Rock Johnson mit 187 Millionen. Schätzungen zufolge verdient Ronaldo mit Insta-Werbung sogar mehr als durch seinen Verein Juventus Turin. So soll er pro Posting rund 1 Million $ bekommen. Mehr wert als jeder Post ist die Liebe. Und diese Woche feierten gleich mehrere Promis ihren Hochzeitstag. YouTuberin Dagi Bee und ihr Ehemann Eugen sind jetzt bereits seit 2 Jahren verheiratet. Zu Hochzeitsfotos schrieb sie: "Auf die nächsten Jahre, mein Baby. Eugen, ich liebe dich." Auch Ann-Kathrin und Fußballer Mario Götze hatten Grund zur Freude. Vor einem Jahr fand die Hochzeit statt, jetzt haben sie mit Sohn Rome ihre eigene kleine Familie. Am längsten zusammen sind Anna und Robert Lewandowski. Das Sportlerpaar ist seit 7 Jahren verheiratet und hat 2 Kinder. Herzlichen Glückwunsch an Kathi Hummels, sie hat einen weiteren Erfolg im Gerichtsprozess erzielt. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich gestern am OLG den Prozess gegen den Verband Sozialer Wettbewerb gewonnen habe. Und diesen Sieg, den widme ich euch. Den widme ich allen, die Spaß haben an Instagram, weiterhin auch freie Produktempfehlungen geben wollen. Und hoffe, dass ich damit wirklich viel bewegen konnte, dass wir uns auch, wir Influencer vor allem, uns mehr absichern konnten und dass wir vor allem gleichberechtigt werden, wie eben die Printmedien und auch die Fernsehmedien. Endlich ist mal wieder ein Hollywood-Star in Berlin, und zwar Schauspieler Keanu Reeves. Er ist hier, um den 4. Teil von Matrix zu drehen. Eigentlich hätte er 2 Wochen in Quarantäne gemusst, aber beim gesamten Team gab es dank negativer Corona-Testergebnisse eine Ausnahme. Trotzdem müssen wir uns leider noch gedulden. Der Film startet erst im April 2022 in den US-Kinos. Es ist das Sneaker-Highlight des Jahres. Nike bringt zusammen mit Dior den Air Jordan raus. Die sogenannten Air Dior Sneaker werden am 7. Juli in ausgewählten Boutiquen und online gedroppt. Der Schuh ist auf 8500 Exemplare limitiert und soll 2000 Euro kosten. Im Internet werden sie jetzt schon für über 10.000 Euro weiterverkauft. Gesicht der Kampagne ist übrigens Rapper Travis Scott. Weniger begehrt dürften aktuell Fleischwaren von Wiesenhof und Tönnies sein. In beiden Betrieben wurden mehrere Corona-Fälle festgestellt. Immer mehr Menschen stellen die Produktionsbedingungen in Frage. Da erinnert auch die Werbung von Comedian Kristall nichts mehr an der Meinung von Starkoch Tim Raue und der Europapolitikerin Sarah Wiener. Ja, es sind harte Zeiten für uns alle, und das sollte uns einfach klar machen, was im Leben wichtig ist. Und ich denke, dass auf diesem Planeten vor allen Dingen jetzt und für die Zukunft klar sein muss, dass der Umgang mit Menschen, der Umgang mit Lebewesen fundamental geändert werden muss. Es kann nicht sein, dass ein Kilo Fleisch weniger kostet als ein Kilo Bohnen. Um das zu ändern, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Wenn wir dieses System reformieren, dann wird es besser werden.